Anderes Thema, wir lachen aus Gründen. Hier sind wir wieder. Stranded Deep, dritte Woche in Folge mit den gleichen T-Shirts, wie gut ist das? Und ja, wir legen gleich los. 3, 2, 1. Ich klappe das mit den Fingern immer nicht drauf. Und da haben wir hier Michis heißen Popo und wir haben draußen gerade beschlossen, dass ich jetzt ein bisschen was baue und dann tatsächlich... Ich glaube, wir sollten erstmal schlafen gehen, Minion. Was hältst du davon? Ja, ich baue jetzt erstmal dieses verfickte Kackfeuer. Kannst du aber glauben. Ich muss ja hier mal irgendwann den Skill hochkriegen. Wir können uns auch einfach ein ganz dekadenten zweites Feuer einfach nur aus Prinzip bauen. Habe ich noch dieses... Brauchen wir sowieso irgendwann für die Benzin-Treibstoff... Testikel finde ich gut. So, haben wir mehr Licht. Mehr Licht hilft viel. So, jetzt wollte ich mal gucken, wie hoch mein Bauskill ist. Wie kann ich das hier so? Solltest du was trinken, Minion? Ja, sollte ich auch. Nee, habe ich vorhin. Muss ich trotzdem, ja. Wo ist denn Bauen? Wo ist Jagen? Das letzte. Ich bin schon auf Level. Also, ja, fast Level 3, ne? Und, stimmt, und ich bin noch nicht bei Level 1. Auf diesem ersten. Strich. Was kann ich denn noch fix bauen? Geht da eigentlich alles, was ich craft? Theoretisch. Also, du solltest vielleicht erstmal mit Messing anfangen. Den Hammer vielleicht? Ja, das Messer will Axt. Ich auch. Axt ist ganz wichtig. Axt ist essentiell. Axt sollte ich auf jeden Fall machen. Wir müssen erstmal ein paar Dings hier erjagen. Hier. Phasige Blätter und so. Dafür. Steine organisiert. Das ist gut. Hier, Fikus. Ne, da wären ja auch Stecker draus. Scheiße. Oh, hier war eine Juckerfrucht. Ja, bin ich verkehrt. Nehmen wir mit. Ich guck mal, ob ich hier, genau, Almsetzlinge. Ja, dass ich wenigstens mal diese dürstige Axt machen kann. Ich habe ja hier auch Taschenlampe. Sehe ich ja sogar im Dunkeln was. Das finde ich total cool übrigens. Aber du hast, wir haben noch eine Fackel liegen, die kannst du doch mitnehmen. Wenn ich sie finde. Ich habe sie gefunden. Ja, dann können wir hier zumindest die Nacht noch ein bisschen effektiv nutzen. Stimmt, das Feuer sollte man ausmachen, ne? Das verbraucht sich ja auch, hatte ich gesehen. Ja. Das Problem ist jetzt bloß, wenn ich die Fackel weg. Ich kann, warum auch immer, ich kann mit einer Fackel in der Hand mein Feuer, das Feuer jetzt nicht ausmachen. Ja, das ist. Ja. Ja, gut, okay. Ne, die Sache ist, wenn man sie jetzt beiseite legen würdest, brennst du dann weiter? Ich meine, das fände ich wenigstens noch irgendwie realistisch. Ja, sie brennt weiter. Das finde ich gut. Ne, weil mit einer Fackel in der Hand macht sich ja wirklich schlechten Feuer aus. Ist ja nun mal. Ja, ich habe noch eine andere Hand frei. Ich habe zwei Hände. Ja, und dann pisst du drauf, oder was? Digi, du musst. Ja, ich trinke gleich was. Ich werde schon nicht verdursten. Mein Junge, ich mein's doch, das ist gut mit dir. Ja, ja. Ich weiß. So, geht die Batterie eigentlich leer von dieser dusseligen Taschenlampe? Ja, man findet, also ich habe auf meinem Spielstand, ich glaube, 7 oder 8 Taschenlampen habe ich gestackt, also einfach random hingeschmissen. Ja. Man findet auch noch, ist schon mal das ist geil, ist man findet auch noch so eine Handlampen, die kannst du irgendwo platzieren und dann anmachen. Und irgendwann bei Nacht geht es automatisch an, das finde ich richtig gut. Das finde ich auch geil. So eine Solarlampen. So, hier liegen noch phasige Blätter rum, ist ja auch interessant. Yucca-Frucht, okay. Die brauchen wir, kannst du daneben droppen. Ja. Also ich würde vorschlagen, wir bauen uns noch 2 zusätzliche Pflanzenbeete, nur allein für die Juckerfrüchte, damit wir immer phasige Blätter haben. Sprich Seile und Futter für die Distillen. Ja. Ich habe jetzt erstmal noch ein Seil und was brauche ich denn für die Axt? Ich guck da gerade mal. Grobe Axt. Keil und Holz. Das haben wir doch da, oder nicht? Also ein Keil. Steine sind da kannst du so einen Faustkeil ausbauen. Und hier ist ein Stock. Perfekt. Genau. So, dann bauen wir jetzt mal einen Faustkeil, Steinwerkzeug. Und dann bauen wir die Grube. Ach, 2 Faustkeile brauchen. Das ist ja auch äußerst sinnvoll. Aber gut, ich nehme das hin. Stoisch wie ich bin. Zack. Oh, Handwerk aufgestiegen. Da haben wir es. Ja? So, jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen mehr Stuff hier. Zack, Level 1. Das war irgendwie echt eklig. Ja.
Also ich, achso, ich wollte was trinken, ne? Musst was trinken, du willst nicht. Du ja, musst. Ich. Hau ruhig, hau rein. Ich hab gemacht. Mal gucken. Hast du mir was gebracht? Ja, naja, ich nehme einen mehr. So, ich glaube, wir müssen mal wieder eine Axt, eine Palme klein hauen. Um einfach mal nachzufüllen. Ja. Hilft ja alles nichts, ne? Muss leider wir alles brauchen, sein. Wir brauchen. So, dann bin ich jetzt schon mal handwerkstechnisch ein bisschen cooler drauf. Dass man die Palmblätter in die Hand nehmen muss, um das Ding hier aufzufüllen, ne? Hast du schon aufgefüllt? Die habe ich schon aufgefüllt, ja. Achso. Na dann kann ich das ja doch gleich wieder fallen lassen. Ich werde mal aus den Kisten die Lederwerkzeuge raussammeln. Ja, nimm mal alles raus, Sir. Ja, alles nicht unbedingt. Wir müssen doch eh gleich weiter auf die nächste Insel. Zum Beispiel den gewählten Abfallbleche, die werde ich zum Beispiel stacken. Die Ration würde ich hier irgendwo liegen lassen, weil die sind können uns das Leben retten, weil die bieten gleichzeitig Nahrung und Wasser. Ja. Das heißt, falls es mal brenzlig wird, dann haben wir immerhin noch das. Genau. Also eine so, auf jeden Fall. Und eine müsste auch noch, wir haben auch noch im Floß ein Lager. Da ist auch noch sowas drin. Da ist ja, stimmt. Auch noch ein. Ein Kompass. Hast du Ration gefunden? Die habe ich, die war in so einer Kiste drin tatsächlich. Proll. Du Proll. Ich hab nicht geprollt. Haben wir eine. Haben wir noch einen Stock? Dann würde ich mir ganz gerne noch einen vierten Speer wieder bauen. Ich könnte die sonst auch noch. Ich habe noch vier Speere tatsächlich. Ich würde die Palme hier einfach mal killen. Ja, mach das. Steht hier eh nur im Weg rum. Das ist auch dein Sammelskill nach oben. Ne, und einfach auch, dass wir hier kein Licht haben, nervt mich massiv, ne? Ja, aber wir können nicht permanent das Feuer brennen lassen, ne? Schnubbi, das geht einfach so nicht. Ach komm. Ja, das Holz ist irgendwann weg. Ja. Du kannst kein Fikus oder so anpflanzen, das nervt mich allerdings so ein bisschen. Ja, also kannst du anpflanzen, aber kein Fikus. ist ja bekannt. Aber auch das Feuer kann man zum Beispiel mit fasigen Blättern aufstocken. Ja, ja. Aber das machen wir nicht. Jetzt nicht. Guck mal, es wird schon wieder hell. Wir haben gar nicht geschlafen. Wir haben durchgemacht. Ja, wir haben durchgemacht. Ne? Und wir haben immer noch Herrentag. Ja. Was haben wir am Herrentag getrunken? Alkoholfreies Bier und Kaffee. Genau. Das gute alkoholfreie Bier, von dem ich euch nicht zeigen möchte, von wem es ist. Also wir sind schon... Aber ich kann euch sagen, es ist das beste alkoholfreie Bier. Tatsächlich, ja. Willst du deinen Zuschauern mal erklären, warum du keinen Alkohol mehr trinkst? Ja, ich bin alt und sterbe sonst. Nein, tatsächlich, kann ich erzählen. Mein Gaumenzäpfchen wird so groß wie eine Melone, gefühlt. Und ich wache dann morgens auf und kann etwas schlecht atmen. Und das ist quasi eine Alkoholallergie, kann man sagen, oder? Genau, ja, so ein bisschen. Es hat noch andere Gründe, aber so ist es am einfachsten ausgedrückt. Tatsächlich... ist das äußerst unangenehm. Also mit äußerst unangenehm meine ich wirklich widerlich. Todesangst. Ja, es wird so groß, dass ich mit den Backenzähnen drauf beißen kann. Das ist übel. Ne? Und ich trinke halt keinen kein Alkohol mehr, ja. Weil gleich beim ersten Schluck Alkohol kriege ich Kopfschmerzen. Und ja. So, hier liegt noch ein Stein drin. Nein. Ich bin behindert. Und Nettie ist behindert. Genau, und darf deswegen kein Alkohol mehr trinken. So, ich glaube, mehr als zwei Holzkisten kriegen wir hier nicht rein, oder? Kriegen wir hier noch irgendwie die dritte... Ja, das kommt drauf an. Also man kann sich auch noch welche ins Inventar holen. Das ist eine Idee. Das sollten wir auch machen, wenn wir jetzt gleich weiterfahren. Ja, ja, das habe ich auch sowieso vor. Wir gucken mal, hier ist noch... Du willst gleich auf jeden Fall noch eine... Ich wollte noch eine Loot-Tour fahren, ja. Wollen wir nicht erstmal die Wracks irgendwie durchsuchen? Hast du alles schon durchsucht? Ja, das ganz große noch nicht. Sollten wir vielleicht mal einen Angriff nehmen, oder? Könnten wir vielleicht noch machen. Transporter Elektroeinheit. Ich habe hier noch zwei. Okay. Zwei Seile, die werde ich hier machen, droppen. Zwei Lederseile. Transportmittelfiltereinheit habe ich glaube ich noch einen. Ne, ist eine Elektroeinheit. Schriftungsgerät. Was kann ich denn damit. Ich kann damit überhaupt nichts beschriften. Doch, die Kisten. Echt? Ja. Cool. Macht aber irgendwie, mache ich zum Beispiel gar nicht, weil es für mich irgendwie sinnlos ja, ist. Ja, ich glaube nachher schon, wenn du so ein kleines Ordnungssystem haben willst. So, wo haben wir denn hier das große? Das Ordnungssystem ist auch spannend. Man kann sich natürlich auch Möbel bauen und so. Ja. Aber man kann mit diesem Möbel überhaupt nichts anfangen. Du kannst da keine Sachen drin bauen. Doch, ich hab doch hier, du kannst diese Kisten, also es gibt
Lagereinheiten für die Kisten, habe ich gesehen. Echt? Mhm. Das wäre mir neu. Moment, zeige ich mal gerade mal. Ja. Wo war daneben, das? Daneben, genau. Nein. Das, der Kasten, der Kasten. Der Kasten? Ja. Danke. Containerregal. Brauchen wir Planken für und dann können wir da Kisten reinstellen. Tada! Drei, oder? Ja, ist ja egal. Das ist erstmal aufgeräumt und liegt hier nicht, ne? Wie bei Hempels im Nix rum. So, ich gehe jetzt hier auf das Schiff. Gehst auf das Schiff? Okay, auf das Schiff. Schnucki, ich komme mit. Ich nehme aber hier Speer in die Hand. Ein Speer habe ich auch am Start. Weil ich nicht Was links. Das klang auch schon wieder so falsch. Ein Speer habe ich in der Hand. Das bist du jetzt so. Das ist ja auch schon mal scheiße. So, gucken wir doch mal, was hier. Ja, dass ich hier nicht raufkomme gerade, ist ganz schön ätzend. Gut, ich gucke hier draußen. Wird aber schön. Oh, hier sind nochmal Fässer, geil. Fässer sind gut. Ich glaube, wir haben genug für Floß zusammen. Ich glaube, du brauchst 3 Einheiten für eine Floßrunde, also für ein so ein Segment. Ja, yeah, dann kriegen wir schon 2 Segmente zusammen. Ich schmeiß sie mal gerade über Bord hier. Zack. Hab ich es auch über das Bord geschafft? Weiß ich nicht. Merzini. Nee, hast du nicht. Stark? Die Frau? Ja. Ach Gott, hör auf mit diesen sexistischen Scheiß. Ne, bin ich kein Freund von, weiß genau. Oh, ich hab was Haiiges gehört. Ja, das ist, ich bin hier in seichtem Wasser. Ja, da vorne schwimmt er. Leute, kommt mal her. Oder Ragnar, kommt mal her. Nee, ich bringe jetzt Fässer in Sicherheit, wie sich das gehört. Nee, ich sichere erstmal den Loot und wow, dann können wir weiter. Okay. Das ist ein großer Tiger. Okay. Den willst du jetzt erliegen, oder was? Nein! Ich wollte gerade so an. Bist du nicht ganz dicht. Ich hole hier nur Fässer. Oh, ich habe keine Stamina mehr. Aber hier ist noch so ein kleines Wrack. Oh, fuck, ich bin reingefallen. Oh, ich muss hier schnell mal raus. Sei doch nicht dumm. Nimm mal das zweite Fass mit. Eins hab ich. Ja, bis hier vorne schwimmt der doch eh nicht, oder was? Das glaub mal. Der kommt in so seichte Gewässer? Ja. Statistisch. Die meisten Haiangriffe passieren in hüfthohem Wasser. Das ja, da war knöchelhoch, Alter. Das war nicht knöchel, du bist geschwommen, Alter. Ich bin da schon wieder gelaufen. So. Außerdem schwimme ich schon mal gar nicht. Ich bin ein Bleiente, nicht weiter bei tief. Du kannst nicht schwimmen, ne? Was war das? Das stimmt doch nicht. Ich kriege Panikattacken. Das ist äußerst unangenehm. Äußerst unangenehm. Ich glaube mir, ich weiß, was passiert. Ja, nix kann er nicht. Hoffe ich. Ich kann kein Alkohol saufen. Ich kann Computer spielen. Ist das nicht Wahnsinn? Ne, und nicht mal. What the fuck? Boah, bin ich für Alter. Hast du das? Nein, das hast du natürlich nicht drauf, ne? Nee, natürlich nicht. Du bist die ganze Zeit nicht drauf. Oh, ist die Drecksau direkt an mir vorbeigeschossen? Dieser miese Pisser. Ich trau mich jetzt runter. Ich bin mutig. Anders als du. Und achte auf den Sound. Ja, okay. Nee, ich bin nicht mutig. Ich bin tollkühn. Ne? Dumm, aber mutig. So. Hier geht's drin. Kann ich hier... Oh ja, das ist geil. Das ist super gut. Aber hier gibt's... Fernglas? Das Fernglas ist so sinnlos. Ja, aber ich bin fast gedacht. Ist das sonst nichts weiter? Ich muss aber wieder hoch, weil ich sonst, glaube ich, ertrinke. Ist ja quasi nichts zu holen. Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Du hattest dir Floß aus Schwimmern gebaut, ne? Genau. Ich finde das tatsächlich aus Fässern viel cooler. Muss ich einfach mal sagen. Also nichts gegen dich, aber... Ich finde es halt cooler. Schwimmen tun sie alle gleich. Ja? Ja, wahrscheinlich. Aber es ist geil, wie schnell der wieder zu Atem kommt, ne? Also, ja, das finde ich auch hoch und wieder runter. Und eine zweite Druckluftflasche. Kräuchen müssen wir nicht. Noch eine dritte Druckluftflasche. Meine Fresse, läuft ja wie geschnitten Brot hier. Druckluft haben wir. Das ist ja schön. Also, und wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Speergewehre sicher. Wenn wir uns die dann irgendwann mal bauen können. Okay. Ich höre eine frustrierte Frau. Boah, ich glaube, da ist noch mehr. Da muss ich nur irgendwie rankommen. Ich habe auch noch nichts gesehen an Getiers hier irgendwie. Das heißt, könnte was werden. Ich habe mich gerade von meinem eigenen Schatten erschrocken. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da sind wir. Ein Frachtraum. Ha! Den nehmen wir mit. Und... Da war nur eine Kiste. Schade. Schade. Also ich habe das große Schiff auf jeden Fall leer gemacht.
War da noch 4 drin? Ja, es ging. Oh, oh scheiße, ja, scheiße, da scheiße. Da hat er dich, da hat er dich. Siehst du? Der scheiß Tiger, hi. Oh. Oha. Ja, ja, wir haben eine Binde beim Feuer. Okay, loote ich. Guck mal hinter dich, guck mal hinter dich. Ich will jetzt nicht hinter mich gucken, ich will jetzt weg, Alter. So, ja, da kommt er. Ja, siehst du, hier ist schon zu seicht, hier kommt er nicht mehr hin. Okay. So, wie ist er mein... Ach, das geht doch noch. Das geht doch alles noch. Aber ich könnte mal wieder was zu essen gebrauchen. Was zu essen haben wir noch? Haben wir noch? Ja. So, ich nehme jetzt erstmal hier meinen Speer in die Hand und dann... Ja, hier ist er noch. Obwohl, da werde ich jetzt wahrscheinlich 2 von essen. Und dann ist hier auch schon... Dann sollte ich uns gleich mal was Neues organisieren, sagst du, ja? Ja, ich guck mal, ob ich noch ein paar Krabben finde hier am Strand. Sicherlich. Ne, und dann können wir ja die nehmen. Oder? Warum sollen wir uns das schwer machen? Ich meine, die sind ja erstmal da. Wasser wird, glaube ich... Obwohl, wir können noch Kokos nehmen. Hast du jetzt eigentlich schon die Dingsbus, die Binde genommen, den Verband? Nö, warum? Ich, du blutest wahrscheinlich noch. Guck mal auf deinen Status, einmal weiterklicken. Blutung, ja, Mann, du kapierst langsam. Alter Dude! Das ist nicht gut. Sein Typ, ey. Ja, also ich dachte, das könnte einem irgendwie angezeigt werden, aber das war naiv. So, wo hast du ihn hingepackt? Er müsste irgendwo direkt da liegen, beim Feuer da vorne. Bei dem, da ja, vorne, genau. Da. Wir haben mal bloß eine. Ich meine, wir können uns welche basteln, ja. Aber es wäre schon cool, wenn wir es einfach nicht dazu kommen lassen, uns vom Hai beißen zu lassen. So, wir können ja mal gucken, was wir hier... Quatsch, hier lass fallen jetzt. Was ich hier unter Einsatz meines Lebens... Ein Fischspeer habe ich tatsächlich gefunden. Ist nicht verkehrt. Ja, müssen wir uns den schon mal nicht bauen. Und irgendwas war es noch. Ein Transport... Noch eine Transportmittel-Elektro-Einheit. Ich brauche noch... Zwei von jetzt. Was haben wir es gefunden? Oh, ich habe 3 Transportmittel-Filter-Einheiten. Dann haben wir jetzt 5 oder so von. Ja. So, Holzbretter. Zack. Wo haben wir denn unser... Ich trinke jetzt erstmal hier 2. Unser Stoff. Stoff, Junge. Zack. Nimm mit. Ich schon mal unsere Wasserreserven und nehme die scheiß Kokosnüsse. Die leeren hier hinten hin. Wir müssen mal hier nicht beim letzten Mal. Das ja, Film wieder auffüllen. Yucca Pflanzbeet Holz. Okay. Es wäre cool, wenn es mal regnen würde. Leere. Ja, füllt sich dadurch eigentlich der Wasserspeicher? Ja. Das ist schön. Dann sollten wir noch einen dritten bauen. So einfach, dass wir da so ein... Aber es sinkt mit der Zeit natürlich auch wieder. Ne? Echt? Ja, ja, klar. Deine Blumen im Garten bleiben ja auch nicht immer feucht, wenn du sie einmal gießt, oder? Nee, natürlich nicht. Aber das heißt ja lange nicht, dass das ein Spiel implementiert wurde. Oder sehe ich da was falsch? So, hallo Krabbe. Ich hab übrigens sogar eine Leuchtpistole gefunden. Oh, ich weiß nicht, wofür sie gut ist, aber... also sie schießt 2 Kugeln in den Himmel. Also man hat 2 Patronen. Mhm. Dann ist, ja, dann ist vorbei. Dann kannst du den gar nicht wegschmeißen. Kann ich? Ach komm. Theoretisch, ja, ist es möglich. Aber ich werde jetzt erstmal mich todesmutig in die Wellen stürzen und uns mal wieder versuchen, so einen Zackenbarsch zu organisieren. Ich hole Nemo. Aber ich weiß genau, dass hier dieser dumme Tiger patrouilliert. Ja, der ist mir da vorne tatsächlich. Komm her, ich will eine Sardine. Ah, erwischt. Geil. Zack. Mit jedem. Oh, das noch ein Wrack. Echt? Cool. Ich jag jetzt Sardine. Oh, ein Container gefunden. Das geht ja auch angenehm schnell, ey. Zack, die nächste. Noch ein Container. Sehr gut. Diese Insel ist aber auch geil, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß, die war kaum gefahren. Okay, meine Uhr hat gepiept. Ich werde mal gleich gucken. So, ich habe 4 Sardinen jetzt. Muss ich die ja nicht irgendwie häuten oder so? Mir ist ein bisschen duselig wegen... Also ich habe gerade keine Nahrung gefunden, aber ich habe noch 2 Container wieder gefunden. Mal gucken, was da drin ist. Das ist schön. Oh, einen verfeinerten Hammer, sehr gut. Und noch eine Leuchtpistole. Nett. Und oh, eine Abfallplanke und noch eine Treibstoffeinheit. Ich glaube, die Planken werde ich hier gleich mal klauen.
So, ich packe jetzt mal unseren Fisch hier in den Räucherofen. Die musst du vorher erst häuten. Echt? Ja. Okay. Den verfeinerten Hammer, das ist sehr gut, dass wir einen die haben. Die jetzt kurz erst scheiße. So. Die Palmwedel hier beiseite. Wahrscheinlich mit dem Messer, ne? Ja. Die zum Häuten, ja. Schatzi, da kennst du uns aber auch ne? Was Feines. Also, Sardinen. Ja. Yeah. Also nur das Beste, ne? Ja. Ich meine, so einen großen Fisch kann jeder, weißt du? Dieses Erdrecht, ne? Also ich konnte bloß so einen riesigen 2 Meter Zackenbarsch mit meinem großen Speer erlegen. Ja. Und er schafft es, so eine kleine Sardine mit seinem Speer. Darum geht es gar nicht, weißt du? Die kleinen, da brauchst du viel mehr Finger. Ja, das wollte ich doch gerade sagen, Schatzi. Ne? Also, Hase. Ne, die ja. Schwulen hier rum. Das macht gar nichts mit Männern, darf ich. Hat sie gesagt. Männern, darf er. Oh, ihr seid so goldig. Ihr seid so goldig. Okay. Zack. Zack. Alles voll? Zack. Dann ist mal noch die Glas 5, ne? Ja. Und dann kredenzt es mal eine schöne sardinische Mahlzeit. Ja, aber sowas. Und du hast sogar noch Krabben dabei. Oh, jetzt sorgt aber auch was, Krabben, ne? Oh, Jäger und Sammler und der Ragnar, der liefert hier ein von der Nach dem anderen. Einer muss sich hier immer um die Leute kümmern, ne? Komm. Ne? Und wenn ich hier nicht für unser leibliches Wohl sorge. Ich hab uns einen Zackenbarsch organisiert. Ja, ist der hier? Nee, ist er nicht. Nee, den haben wir schon verdaut, Alter. So, jetzt mache ich hier erstmal. Ich habe doch hier noch ein Feuer gemacht, ne? Ja. Hier halten zum Anbringen. Zack. Kann er doch da vor sich hin gammeln. So, jetzt will ich nochmal gucken, ob ich diese Möwe da kriege. Ja, die kann ich ja super ziehen. Ja, ich hab sie. Wie geil ist das? Oh, Entschuldigung. Warum machst du das? Ich wollte bei mir das Fadenkreuz ausstellen, weil das Fadenkreuz ist, nervt einfach bloß. Oh, super. Muss übel abkühlen. Ja. Ich habe jetzt aber hier eine Möwe gehäutet. Das ist sehr gut. Was guckst du, Frau? Ich hab einen Namen. Nettie? Jeanette. Ich WhatsApp mit Jeanette. Wieso ist hier im Schatten so viel? Die Steine können wir auch abbauen. Sehe ich gerade. Ach, hier ist. Und unter Wasser können wir Lehm abbauen. Hier wenn wir Lehm finden, heißt das. Geil. Also. Ey, ohne Scheiß, ne? UV, nichts. Ein Schritt zur Seite. Ja. UV, hoch. Ich weiß. So. Das ist halt so ein Schattending tatsächlich. Also ja, ich versuche wie mal schnell noch. Geht denn das jetzt hoch? Das dauert ja ewig. Naja, das geht relativ schnell tatsächlich. Im Wasser geht's tatsächlich schneller. Aber dann kann ich gerade mal gucken. Wegen Holzmöbel hier. Plankentisch wollte ich nicht. Ich habe vorhin noch gesehen. Farming, da wollte ich hier. Genau. Gewellt Pflanzenbeet. Da brauchst du Level 4 für. Ach so. Es ist im Prinzip völlig egal, welches Pflanzenbeet du nimmst, weil es hat alles die gleiche Kapazität. Echt? Ich habe gedacht, die wären ein bisschen größer. Nein, leider nicht. Ich habe auch gedacht, es ist halt optisch bloß ein Unterschied, aber ansonsten kein Unterschied. Zumal, du brauchst da ja, also, ich finde die Seile sind gerade am Anfang echt wertvoll. Ja, noch. Ne? Können wir gucken, wie weit es denn, haben wir jetzt eigentlich bloß ein Pflanzenbeet bis jetzt noch? Ja. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich aus dem Plan vom zweiten. So. Ja, also auf jeden Fall schon mal ein bisschen gestiegen, das Ganze. Wir sollten das Ganze mal ein bisschen bewässern. So. Aber wir haben keine Seile mehr, ne? Haben wir noch irgendwo wir eine Kokosflasche liegen? Kokosflasche? Nee, ich glaube nicht. Aloe. Ich würde noch mal nach Dings hier gucken, tatsächlich. Ich mache hier mal das Feuer einmal an. Damit der Fleisch hier fertig wird. Und anmachen. Also ich finde das ja echt geil, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt cool. Das ist eine echt schöne Idee. So, dann wird das Fleisch auf jeden Fall nachher erstmal fertig. Und ich gucke, dass ich hier noch ein bisschen Pflanzenfasern finde. Das sind Yuccas. Ich glaube nicht, dass die schon nachgewachsen sind. Naja, man kann ja mal gucken. Aber ich muss hier eh im Schatten bleiben gerade. Ja, ich versuche uns noch, warte, ich glaube, ich muss jetzt. Die essen muss ich gerade nicht. Ja, dann kann ich hier auch gerade ein bisschen durchs Unterholz kriechen. Ist ja aber auch ordentlich. Hier ist echt viel Stein auf der Insel, ey. Ja, ist aber auch. Pro abgeschlagenem Segment gibt es einen Stein. Das finde ich ein bisschen assig. Also so einen kleinen Stein? Oder ja, einfach nur einen Stein. Das ist ja. Das ist total affig. Das ist mit dem Leben unter Wasser nicht anders.
Damit könnten wir jetzt irgendwas Cooles machen. Ja, habe ich auch gedacht, aber... Dass wir hier voll die geile Ressource haben. Guck mal, vor allem um einen herum ist so viel Stein, was hier am Strand rumliegt. Ja. Ne? Man kann es nicht abbauen. Bin-Team echt jetzt, also... Ne? Da geht mir ja. Aber ansonsten, so. Ich finde das dieses Inselfeeling, ich finde es einfach nur geil. Ich liebe ja, es ist cool gemacht, tatsächlich. Vor allem ist es schick. Ja. So. Und ich mag Haie. Ja, Michi ist der vielleicht größte Hai-Fan nach Steven Spielberg. Und Ragnar ist, glaube ich, der einzige Mensch, der Weiße Hai nicht mag. Er sagt, es ist ein schlechter Film. Er findet ihn nicht gut. Das habe ich so nie gesagt. Hast du gesagt? Nee. Am Arsch, du hast es gesagt. Schwein, Alter. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag. Du hast es gesagt. Du hast gesagt, du magst diesen Film nicht, weil du ihn nicht gut findest. Nee. Du findest ihn schlecht gemacht? Nein. Doch. Das habe ich definitiv nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Das weiß ich, Alter. Nee, es ist kein Film, den ich gerne gucke. Da gebe ich dir recht. Wenn es um einen Film geht, um einen meiner absoluten Lieblingsfilme, um Jaws. 1975 Jaws. Und da sagt jemand was Schlechtes drüber. Und gerade du, dann merke ich mir das. Bitch, Alter. Ja, du hast es gesagt. Du findest den Film einfach schlecht gemacht. Ich kann ja nichts dafür, was du dir für Sachen merkst. Also, was habe ich denn damit am Hut? Du hast es gesagt. Nee, du hast es gesagt. Über Jaws kann man nichts Schlechtes sagen. Es funktioniert nicht. Ja, es fesselt mich ja nicht. Es ist halt einfach nichts für mich. Also, der ist ja. Alleine schon Quins Indianapolis-Rede ist so gottgleich. Mehr geht nicht. So, außer die Rede an die Menschlichkeit von Charlie Chaplin. Ja, das ist aber ein Urgestein an. Ja. Das ist auch zwei Filme, Jonas, kannst du nicht miteinander vergleichen. Nee. Das eine ist ikonisch und das andere ist, naja. Naja. So, wie sieht es eigentlich mit meinem Wasserhaushalt aus? Nicht so gut. Gönn dir. Wir brauchen auf jeden Fall... Hast du noch ein Seil für mich? Ich brauche eine Wasserflasche. Ich muss unser Beet pflanzen. Das ist gerade echt wichtig. Nee. Ragnar. Ja, habe ich trotzdem nicht. Ich brauche jetzt Seil. Ich brauche eine Flasche. Ja, habe ich nicht. Oh. Zack. Das ganze Scheiß trinkt man leeren Kokonüsse hier rum. Ja. Ich habe mir gedacht, irgendwann kann man bestimmt was draus machen. Kann man eben nicht und das nervt. Nee, ich hätte halt gerne auch noch... Was denn? Hallo Frau. Frau Odel. Wir sind, wenn wir hier nebeneinander sitzen, noch unerträglicher, oder? Das kennst du nur so. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Ja, die Kokosnuss geklaut. Es werden jetzt so viele Abonnenten abspringen. Ja, stimmt. Immer wenn ich singe, geht das absolut gegen den Baum. Das ist nie gut. Ich hätte tatsächlich auch ganz gerne echt viele Seile. Ja. Einfach auch, weil ich gerne einen Fluss bauen würde. Wir brauchen nur zwei Seile dafür und könnten gleich so ein zweiteiliges Ding bauen. Ja, das ist ja geil. Da brauchen wir allerdings auch noch Stoff für Segel und Paddel. Ja, ein Paddel haben wir ja da. Nee, damit kannst du das nicht. Was? Nee, damit kannst du das nicht. Ich kann mit dem guten Fiberglas, was weiß ich, Paddel. Was hat er denn hier schon wieder geklickt? Du kannst mit diesem kleinen Mini-Paddel, was du da hast, doch nicht so ein großes Fluss steuern. Hier ist Seemöwel. Komm, gönn dir Seemöwel. Aber ich habe gerade keinen Hunger. Ja, scheiße. Aber wir sollten jetzt mal schlafen gehen. Was hältst du davon? Ja, aber weißt du was? Ich freue mich schon wieder vorbei. Ach, komm, hör auf. Das ist unglaublich, oder? Kann nicht wahr sein. Ja, tatsächlich geht eine Folge genau einen Tag. Also ziemlich genau. Oh, das ist gut. Ist geil, oder? Ja, tatsächlich. Zack, Tag 4. Ich meine, wie gut ist das? Und ja, ich habe irre Spaß immer noch an diesem Spiel. Also wir spielen jetzt, ach, gar nicht so lange eigentlich, ne? Dritter Tag, anderthalb Stunden. Und wenn man erstmal ein bisschen reingekommen ist, oder? Dann, ja, dann geht's Bock. Klar. Und morgen sollten wir dringend mit dem Floß losfahren übrigens. Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, es geht wieder aufs offene Meer. Und diesmal nervt auch nicht diese dumme Musik, deswegen wird man... Ja, können die Leute das alles schön genießen. Die Soundkulisse hören. Also die ist schon klar, wenn das rauskommt, sind 4 Wochen rum, seit du das letzte Mal gesagt hast. Ich also weiß, für uns ist eine Stunde vergangen, für dich. Ich weiß, ne? Für den Rest der Welt drei Wochen. Für euch werden wir jetzt 4 Wochen lang die gleichen Klamotten tragen. Und Bier trinken. Alkoholfreies. Ja. Und... Das Beste. Ja. Ja, also ich hab... Das ist das...
einzige alkoholfreie Bier, wo ich sagen würde, das würde ich mir auch kaufen, weil es schmeckt. Ja. Es schmeckt. Ist leider eine recht teure Marke, was ich ein bisschen uncool finde. Aber was macht man nicht? Wenn man schon gar kein Bier trinken darf, dann trinkt man halt das teure. Ja. Außerdem ist das Einzige, das die Frau auch trinkt, von daher. Trinken darf. Nee, sie darf ja alle alkoholfreien Biere trinken, aber das ist das Einzige, das sie schmeckt. Also genau wie bei uns. Ja, exakt. Danke. Hast du was hingelegt? Sah so aus. War auf dem Klo. Ach, mein Handy. Ja, danke. Wie dem auch soll. Ich danke euch. Du guckst mir wieder voll in den Schritt, sich gerade. Ich guck dir. Nee, du präsentierst ihn mir. Alter, jetzt komm mal klar. Außerdem tust du das Gleiche. Du sitzt aber. Du zeigst sogar mit deiner Hand drauf. Das ist eine Einladung oder was? Ne? Gib mir Rat. Ja, mach ich so. Ja. Gib mir Rat in Torres. In die Vagini. Nein, Torres. Wenn du mir deinen Arsch hinhältst, ist das der Torres. Achso. So, wie du mal sagst. Töpfchen, wenn ihr wollt. Was hast du? Töpfchen? Wir müssen nicht verhüten, wir sind Männer. Nein, aber wenn es weh tut, ich habe Zäpfchen. Alles gut. Ach, Zäpfchen? Ach so. Ja, wenn was reißt. Bestanden. Wenn was reißt, wir sind vorbereitet. So, das war es dann auch mit 90 Abonnenten. Ich falle dann wahrscheinlich direkt auf 5 wieder zurück. Macht aber gar nichts. Ich danke den 5, die noch zugucken. für ihre Aufmerksamkeit. Es hat wieder mal Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play Stranded Deep mit Ragnar und No Budget Nerd. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.